Ganz so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein mit der Erkältungswelle. Patrick Löckner tritt in der gleichen Formation an wie letzte Woche. Nur Höger hat sich im Training leicht verletzt, ist nicht im Kader. Für ihn spielt Fridolin Wagner. Braunschweigs Startelf unverändert nach dem erfolgreichen Auftritt beim SC Freiburg 2 unter der Woche. Einwurf für Braunschweig, 8 Minuten gespielt. Die Norddeutschen kommen wie gegen Freiburg meist über außen. Das ist Henning mit der Flanke. Robin Krause mit dem Kopfball. Königsmann nicht mehr dran. Krause mit dem Siegtreffer gegen Freiburg am Mittwochabend auch erzielt mit dem Kopf. Und nochmal Braunschweig, diesmal über die linke Seite. Multaub, trickreich, zieht hier das Foul. Freistoß für die Eintracht. Multaub düpiert zwei Waldhöfer, Kostli einmal und zweimal. Läuft ihm hier in die Hacken der gute Kostli. Freistoß Braunschweig in der 12. Minute. Schlüter, der linke Außenverteidiger der Norddeutschen. Ein-Mann-Mauer bei Waldhof Mannheim. Kommt gefährlich. Nicolau macht das Ding richtig scharf, aber Lauberbach einen Tick zu spät. Patrick Löckner hat einiges zu tun. Viertelstunde vorbei, der SV Waldhof Mannheim nur in der Defensive. Mannheim alles andere als ballsicher, die Mannschaft von Patrick Löckner mit vielen Ballverlusten im Aufbauspiel. Hier verliert Martinovic die Kugel, Braunschweig dominant und gefährlich. Wieder Multaub, diesmal über rechts, sehr lauffreudig. Multaub, Doppelpass mit Nicolau, Multaub, brandgefährlich. Brian Henning gegen Verlat und Segert. Mannheim kommt kaum zum Luftholen. Jesper Verlat verletzt sich in dieser Szene. Platzwunde seitlich an der rechten Augenbraue. Wird 5 Minuten außerhalb des Spielfelds behandelt und kommt dann aber wieder rein. Verlat mit dickem Pflaster kann weitermachen. Knappe halbe Stunde vorbei. Übrigens noch kein einziger Torschuss vom SV Waldhof Mannheim bis dahin. Kurz vor der Halbzeit wird es etwas zielgerichteter bei Mannheim. Schnatterer durchgespitzelt auf Martinovic und Schnatterer. Bei dieser Aktion kommt immerhin ein Einwurf raus. Martinovic schön durchgesteckt auf Lebo gegen Fesic. Der Braunschweiger Torwart bisher mit einem absolut ruhigen Nachmittag. Erste Szene, in der der 35-Jährige wirklich gefordert wird. Das Ganze in der 44. Minute. Vielleicht ja ein wenig Hoffnung für den zweiten Durchgang. Absurdes Bild zu Beginn der zweiten Hälfte. Vollversammlung vor Braunschweigs Fesic. 14 Mann bei einer Waldhofecke auf 3 Quadratmetern. Und das wird einigermaßen gefährlich. Von Lauberbach prallt der Ball Richtung Fesic. Verbuchen wir mal als Torchance Mannheim. Braunschweig weiter mit deutlich mehr Ballbesitz als der SV Waldhof Mannheim. Aber auch die Braunschweiger nicht gerade brandgefährlich. Typische Spielszene dieser Partie. Mannheim steht tief. Viele Ungenauigkeiten. Viele Fehlpässe.
Ball hier nicht im Aus. Und dann dieser Fauxpas von Seegert. Was macht denn der? Verlat spritzt dazwischen. Hohe Fußballkunst. Sieht definitiv anders aus. Aber Braunschweigs Fans scheinen äußerst genügsam zu sein. In der 61. Minute ist der Arbeitstag von Bojamba, Josef Bojamba, beendet. Heute sehr unauffällig. Niklas Wilson Sommer, genannt Willi Sommer, kommt. Und kurz danach auch noch Donkor für Le Beau. Und Donkor hat dann die Riesenchance zur Führung. Donkor und Fesic gerade noch dran, das wäre es gewesen, aus dem Nichts die Führung. Aber Donkor scheitert an Fesic, kein Abseits hier. Und Fesic mit dem rechten Bein noch dran. Mannheim schafft sich so ab der 65. Minute still und heimlich ein Übergewicht. Donkor bringt richtig Dynamik ins Spiel. Das ist Kostli. Abgelegt von Martinovic. Donkor! Nächste Möglichkeit. Mannheim. Der SV Waldhof dreht jetzt auf. 69. Minute. Jetzt wird's so langsam ein Fußballspiel. Schön gemacht hier von Kostli und fein abgelegt von Martinovic. Eckball. Nach dieser Szene ein Braunschweiger noch dran an dem Schuss von Donkor. Wieder Schnatterer. Und da ist Fridolin Wagner. Nächste gute Chance Mannheim. Knapp vorbei an den Wagner-Festspielen in Braunschweig. Weiter 0:0, aber Mannheim jetzt mit deutlicher Steigerung nach den Einwechslungen. Aber auch Braunschweig, die Eintracht, spielt noch mit. Der eingewechselte Sommer. Keine Anspielstation, etwas zulässig, wartet hier viel zu lange. Die Folge, Ballverlust gegen Peña Zauner und der eingewechselte Girt mit seinem ersten Ballkontakt. Königsmann im Waldhof-Tor, super aufmerksam. Freistoß Mannheim, 83. Minute, Schnatterer, Marc Schnatterer, es gibt einiges zu besprechen. Braunschweig zittert vor dem Freistoß von Schnatterer und legt sich mal flach. Marc Schnatterer, Zentimeter trennen die Kurpfälzer hier von der Führung. Hauchzart am linken Pfosten der Braunschweiger vorbei. Auch Braunschweig nochmal mit einem Freistoß. 86. Minute, der eingewechselte Kobi Lansky. In der Schlussphase insgesamt mehr los als in den ersten 70 Minuten. Kobi Lansky, auch der knapp vorbei. In der Nachspielzeit nochmal Eckball Braunschweig. Kobi Lansky. Königsmann ist dran. Timo Königsmann hält den Punkt fest. Mannheim holt einen Punkt in Braunschweig. Ein 0:0 mit viel Intensität in der Schlussphase. Gut, man muss sagen, das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, so mit unserer Leichtigkeit, auch mit der Giftigkeit, die wir in den Zweikämpfen heute zeigen wollten, ja, hat Braunschweig auf jeden Fall mal in der ersten Dreiviertelstunde, vielleicht sogar fast 60 Minuten, ein bisschen besser gemacht als wir. Und da können wir natürlich froh sein, dass wir einerseits natürlich auch die Null gehalten haben, trotzdem mit Leidenschaft verteidigt haben. Das können wir uns heute gut anrechnen und hoch anrechnen. Wir haben in der ersten Halbzeit in der Tat sehr ängstlich gespielt, viele einfache Ballverluste gehabt, konnten den Ball nie festmachen, nie richtig sichern. Und das hat uns total aus dem Fluss gebracht. Die Braunschweiger haben ihr Spiel sehr dominant angelegt, die Seiten immer wieder überladen. Das war für uns schwer zu verteidigen.
Und der Zugriff war dann in der zweiten Halbzeit besser. Da haben wir auch Systemumstellung vorgenommen. Und da hatten wir ein bisschen besseren Zugriff. Und dann konnten wir auch für Entlastungsangriffe sorgen. Aber generell ist es immer eine Frage der Spielbalance. Das heißt, du brauchst Entlastung im Ballbesitz. Und wenn du die nicht schaffst, dann kriegst du immer mehr Druck. Der SV Waldhof Mannheim hat jetzt Zeit, sich zu erholen. Nächstes Heimspiel, nämlich erst nächsten Sonntag gegen Ferl.